Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve von einer einfachen ohmsch-induktiven Schaltung konstruieren kann. Und das Beispiel, was ich dafür nehme, ist mal sehr einfach eine Reinschaltung aus einem Widerstand R und einer Induktivität, für die ich hier gleich noch die Impedanz hinschreibe. ZL ergibt sich aus J Omega L. Und dafür möchte ich jetzt zuerst mal für den Fall, dass dieser Widerstand hier veränderlich ist, die Impedanzortskurve hinzeichnen und konstruieren. Das mache ich mal hier drüben und zeichne mir dafür erstmal eine gaußsche Zahlenebene für die Impedanz. Und weil das eine ohmsch-induktive Schaltung ist und die von der Impedanz her immer einen positiven Real- und Imaginärteil hat, brauche ich nur den ersten Quadranten. Das ist die reelle Achse, das ist die imaginäre Achse. Hier zeichne ich die Ortskurve Z von R rein, die Impedanzortskurve. Und hier unten zeichne ich noch eine zweite gaußsche Zahlenebene für die Admittanz. Auch mit einer reellen Achse und einer imaginären Achse, die natürlich positiv hier oben in diese Richtung zeigt. Aber hier brauche ich jetzt nur den vierten Quadranten, weil sich die Admittanz, die wir hier unten zeichnen, das Y von R natürlich aus dem Reziproken 1 durch die Impedanz von R ergibt. Und durch dieses Reziproke, durch diese Inversion, werden ja aus allen positiven Imaginärteilen hier oben negative Imaginärteile und aus positiven Phasenwinkel negative Phasenwinkel. Deswegen brauche ich hier nur diesen vierten Quadranten. So, und ich fange mal an, einfach mit der Induktivität oder mit der Impedanz von der Induktivität. Die soll jetzt in dem Fall konstant sein. Und das ist dann einfach ein Zeiger, der auf der imaginären Achse hier nach oben zeigt. Ich mache das mal in eine bestimmte Höhe bis hierhin. Das ist das ZL. Und dazu kommt jetzt in der Reihenschaltung natürlich dieser Widerstand hier. Und der Widerstand ist jetzt veränderlich. Und jetzt würde man ja für den Widerstand einen Zeiger zeichnen, der in diese Richtung hier zeigt. Und je nachdem, wie groß dieser Widerstand ist, desto kürzer oder länger ist dieser Zeiger. Also wir zeichnen würden jetzt praktisch ganz viele Zeiger zeichnen für verschiedene R. Und das ist genau das, was dann eine Ortskurve ausmacht. Wir verbinden alle Zeigerspitzen für alle möglichen Widerstände. Das genau macht die Ortskurve. Und die zeichne ich jetzt einfach ein. Die zeigt dann hier in diese Richtung. Das hier ist die Stelle, wo der Widerstand sehr klein wäre. R gleich 0. In die Richtung wächst dieser Widerstand. Und hier hinten ist die Stelle, wo in die Richtung das R gegen unendlich geht. So, und damit ist die Impedanzortskurve dieser Schaltung schon fertig. Ja, wenn der Widerstand ganz klein ist, dann liegt die Ortskurve hier auf der imaginären Achse, dann verhält sich diese Schaltung rein induktiv. Ist auch klar, wenn das hier ein Kurzschluss ist, habe ich nur die Induktivität. Und umso größer dieser Widerstand jetzt wird, umso größer wird auch betragsmäßig eben die Impedanz der Schaltung. Der Betrag der Impedanz ist hier der Abstand dieser jedes Punkt ist auf der Ortskurve zum korrelierten Ursprung. Und desto kleiner wird der Phasenwinkel. Und das ist auch logisch, wenn der Widerstand größer wird, wird die Impedanz größer und die Schaltung verhält sich mehr und mehr ohmsch, weil der Widerstand natürlich gewinnt gegenüber dieser Induktivität. Und das ist auch genau die Idee solcher Ortskurve, dass man aus solchen Ortskurven eben sehr schön das Verhalten einer Schaltung in Abhängigkeit von irgendeinem Parameter, zum Beispiel einem Widerstand oder eben später der Kreisfrequenz, ablesen kann. Was jetzt das nächste ist, jetzt möchte ich daraus gerne diese Admittanzortskurve bestimmen. Und für diese Inversion, die man jetzt natürlich auch rechnerisch machen könnte, ist jetzt die Idee, das wieder grafisch zu machen. Und dafür brauchen wir einen Inversionssatz, nämlich den zweiten. Weil das hier oben ist eine Gerade bzw. eine Halbgerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft. Und jetzt sagt uns der zweite Inversionssatz, daraus wird ein Kreis oder eben in dem Fall Halbkreis, der auch nicht durch den Koordinatenursprung läuft. Und wir wissen also schon mal, okay, der Kreis läuft durch den Koordinatenursprung. Das ist nämlich genau die Stelle hier, wo das R gegen unendlich geht. Wenn das hier sehr groß wird, 1 durch was groß ist, ergibt hier was ganz Kleines. Das ist schon mal die Stelle, wo der Widerstand R
gegen unendlich geht. So, und jetzt ist so ein bisschen die Frage natürlich, wo liegt dieser Kreis oder wo liegt der Halbkreis hier unten? Dazu kann man sich noch einen zweiten Punkt von dem Kreis überlegen. Das ist dieser hier, da die Stelle, wo das r gleich 0 ist. Das hat ja hier einen Winkel von plus 90 Grad. Das muss invertiert einen Winkel von minus 90 Grad haben. Also landen wir irgendwo hier unten. Und das war ja genau das ZL, die Impedanz dieser Induktivität, diese Länge hier, das wäre jetzt dann praktisch die Admittanz, das YL dieser Induktivität, genau das hier oben invertiert. Und ja, jetzt ist, also der Kreis muss durch diesen und durch diesen Punkt gehen. Jetzt gibt es natürlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie dieser Kreis liegen kann. Man kann sich jetzt noch ein bisschen überlegen, also hier oben wird ja dieser Abstand, der Betrag, der wird immer größer, immer größer, immer größer. Eins durch was Großes ergibt was Kleines. Also hier muss, wenn ich hier die Ortskurve entlang laufe, muss die vom Betrag her immer kleiner werden. Und der Winkel hier geht von 90 Grad gegen 0. Also muss ich hier auch von minus 90 Grad in Richtung 0 gehen. Und deswegen sieht die Ortskurve der Admittanz genau so aus. Aus dieser Halbgerade wird dieser Halbkreis, das hier unten ist immer noch der Punkt, wo das r gleich 0 ist und das r wächst eben in diese Richtung hier und geht dann hier oben gegen unendlich. Und auch hier kann man sich wieder überlegen, wenn der Widerstand 0 ist, dann wirkt die Schaltung eben rein induktiv. Bei einer Admittanz heißt das, da haben wir einen negativen Phasenwinkel von 90 Grad. Und ja, wenn der Widerstand dann größer wird, dann muss der Leitwert, der Betrag dieser Admittanz, der komplexe Leitwert, der muss kleiner werden betragsmäßig und irgendwann geht der Phasenwinkel dann auch gegen 0, weil irgendwann dieser Widerstand eben Überhand gewinnt gegen der Induktivität. So, und was man jetzt vielleicht zum Beispiel aus solcher Ortskurve noch ganz nett ablesen kann, was rechnerisch jetzt ziemlich schwierig wäre, sind so grafische Sachen, zum Beispiel Phasenwinkel, Beträge ablesen. Man sieht ja hier, der Realteil, diese Größe der Admittanz, der hat hier so ein Maximum. Ja? Also der Wirkleitwert, der Realteil der komplexen Admittanz, der ist hier ganz klein, weil hier nur die Induktivität wirkt. Und hier ist er auch wieder ganz klein, weil naja, der Widerstand gewinnt zwar, aber der ist schon so groß, dass da gar nicht mehr so viel Strom fließen kann. Und dazwischen gibt es zum Beispiel so einen Punkt, wo die Schaltung einen ziemlich großen Leitwert noch hat und der Wirkleitwert der Realteil eben maximal ist. Das wäre genau dieser Punkt hier, ja, wo der Abstand nach hier am größten ist. Und naja, jetzt kann man zum Beispiel grafisch hier sehr schön ablesen. Das wäre ja genau hier diese Stelle, wo dieser Winkel hier nach unten, wo das 45 Grad sind. Und das muss ja dann auch, oder eben minus 45 Grad, das muss auch genau hier oben der Punkt sein, wo dieser Winkel dann auch 45 Grad sind. Und das heißt, dass der Punkt hier entspricht diesem Punkt hier oben. Und das wäre genau die Stelle, wo das r gleich Omega L ist. Ne? Wo diese Länge, der Widerstand, der Zeiger des Widerstandes genauso groß sein muss, betragsmäßig, wie der Zeiger dieser Induktivität. Das ist zum Beispiel ja, so eine schöne Anwendung von einer Ortskurve, solche Sachen sich grafisch zu überlegen. Wenn der Widerstand so groß ist wie die Induktivität, haben wir diesen 45-Grad-Winkel, haben wir minus 45 Grad, dann landen wir genau bei diesem Maximum des Wirkleitwertes. Okay, damit bin ich auf dieser Seite erstmal fertig und mache mal auf der anderen Seite weiter. Was ich mir jetzt anschauen möchte, ist der Fall dafür, dass diese Induktivität hier veränderlich ist, beziehungsweise dass die Kreisfrequenz veränderlich ist. Also zeichne ich wieder zwei gaußsche Zahlenebenen mit einem Realteil und einem Imaginärteil. Und hier unten wieder genau das Gleiche. Die imaginäre Achse zeigt natürlich nach oben. Das ist auch hier der Realteil und das ist der Imaginärteil. Das, was ich hier oben einzeichne, ist die Impedanz. Ortskurve in Abhängigkeit der Frequenz, das, was ich hier unten einzeichne, ist die
Admittanzortskurve in Abhängigkeit von der Frequenz. Ich brauche hier wieder nur den ersten Quadranten, weil die Schaltung sich rein ohmisch induktiv verhält und deshalb hier unten nur den vierten Quadranten. Und jetzt fange ich auch wieder an mit dem Teil, der erstmal konstant bleibt, mit dem Widerstand. Der Widerstand ist ja ein Zeiger, der in reelle Richtung zeigt hierhin, das ist das R. Das ist der Zeiger des Widerstandes. Und dazu in Reihe ist jetzt eben diese Impedanz geschaltet. Und die ändert sich jetzt in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz. Und jetzt ist wieder das gleiche Prinzip wie dort drüben. Wenn wir eine kleine Kreisfrequenz haben, dann wäre dieser Zeiger sehr klein. Und je größer die Kreisfrequenz ist, desto länger wird dieser Zeiger. Und wir verbinden jetzt alle Zeigerspitzen miteinander und erhalten diese Ortskurve. In die Richtung geht das Omega gegen unendlich. Hier unten ist das Omega 0 und in die Richtung wächst das Omega. Okay, und das ist dann schon die fertige Ortskurve dieser Schaltung hier in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz. Man kann sich wieder überlegen, wenn die Kreisfrequenz ganz klein ist, dann bei sehr tiefen Frequenzen wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss. Dann haben wir nur den Widerstand, wirkt diese Schaltung rein ohmisch. Und je größer die Frequenz wird, desto größer wird die Reaktanz und betragsmäßig die Impedanz dieser Induktivität. Und dann wächst der Betrag der Impedanz an und der Phasenwinkel, kann man sehen, geht gegen plus 90 Grad, so wie man das für eine Induktivität auch hier von dem J eben erwarten würde. Also auch hier kann man das Verhalten der Schaltung wieder wunderbar aus dieser Ortskurve ablesen. Jetzt wollen wir noch genau diese gleiche Inversion machen, aus der Impedanz-Ortskurve eine Admittanz-Ortskurve machen. Auch das ist wieder eine Halbgerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft. Das heißt, daraus wird wieder ein Halbkreis durch den Koordinatenursprung. Wir wissen schon mal, dieser Punkt hier, das ist der Punkt, wo das Omega gegen unendlich geht. Und jetzt ist wieder die Frage, wo liegt dieser Kreis in diesem Quadranten der gaußschen Zahlenebene? Den zweiten Punkt, den man sich überlegen kann, ist dieser Punkt hier. Der liegt ja bei einem Phasenwinkel von 0 auf der reellen Achse. Das heißt, der muss invertiert auch hier auf der reellen Achse liegen. Das, was dahin zeigt, der Zeiger des Widerstandes, das wäre jetzt hier der Zeiger des entsprechenden Leitwertes. Ja, und dann ist das gleiche Prinzip. Hier wird der Betrag immer größer. Das heißt, hier unten muss der Betrag immer kleiner werden. Hier geht der Winkel gegen plus 90 Grad. Hier muss der Winkel gegen minus 90 Grad gehen. Und deshalb sieht der Halbkreis und die Ortskurve dieser Admittanz sieht dann so aus. Das ist die Stelle, wo das Omega 0 ist. In die Richtung wächst das Omega an. Und jetzt könnte man sich auch wieder überlegen, zum Beispiel bei welcher Frequenz ist das so, dass der Imaginärteil dieser Admittanz-Ortskurve ein Maximum hat. Das wäre hier unten, das wäre auch wieder bei einem Winkel von minus 45 Grad. Und wenn man diesen Winkel entsprechend hier einzeichnet mit plus 45 Grad, dann würde man hier auch wieder an einer Stelle landen, wo das Omega L genauso groß ist wie der Widerstand R, ne, wo die Länge dieses Zeigers und dieses Zeigers gleich groß sind. Okay, das ist eigentlich, wenn man so will, schon alles, wie man für dieses ziemlich einfache Beispiel eine Reinschaltung eines Widerstandes und einer Induktivität die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve in Abhängigkeit von dem Widerstand konstruiert und die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz Omega konstruiert. Wenn man jetzt ein bisschen was schon gelernt hat über duale Schaltungen, dann kann man sich überlegen, okay, die duale Schaltung zu dieser Schaltung, zu der Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität ist die Parallelschaltung aus einem Leitwert und einer Kapazität. Und aus Sicht dieser Klemmen hier oben und unten, das ist der Leitwert G. Und das ist, ich schreibe jetzt mal hier die Admittanz davon hin, das YC, das wäre dann J Omega C.
Und dann kann man schon sehen, okay, G und R, das ist das gleiche, YC, J Omega C ist das Duale zu ZL und J Omega L. Für diese duale Schaltung ergeben sich genau die gleichen Sachen. Also bloß das, die gleiche Ortskurven-Zeigerbildkonstruktion, bloß dass ich hier oben jetzt hinschreiben würde, das wäre Y von G, das wäre die Admittanz-Ortskurve, die ist natürlich ohmsch kapazitiv, deswegen liegt die dann im ersten Quadranten. Ja, dann wäre das hier die Stelle, wo das G gleich 0 ist. Das wäre die Stelle, wo G gleich Omega C ist. G wächst in diese Richtung. Hier hinten, das wäre die Stelle, wo das G gegen unendlich geht für diese Schaltung. Und das, was hier hochgezeichnet ist, der Zeiger, das wäre eben das YC und nicht die Impedanz ZL. Und hier unten für die invertierte Ortskurve ist es genau das Gleiche. Das wäre dann die Impedanz dieser Schaltung in Abhängigkeit des Leitwertes G. Hier unten wäre immer noch die Stelle, wo das G 0 ist. Hier oben wäre immer noch die Stelle, wo das G gegen unendlich geht. Das G wächst in diese Richtung und das wäre jetzt hier entsprechend der Zeiger der Impedanz von der Kapazität. So, und dann kann man sich überlegen, also falls man mal in den Genuss kommen sollte oder in das Bedürfnis, die Impedanz und Admittanz-Ortskurve dieser Schaltung konstruieren zu müssen, dafür, dass sich der Leitwert ändert, das ist genau das gleiche wie hier oben, wo sich der Widerstand ändert, weil diese Schaltungen duale Schaltungen sind, kann man das Prinzip der Dualität ziemlich gut ausnutzen. Und genau das gleiche kann ich auch hier drüben machen. Also hier kann ich auch hinschreiben, das wäre jetzt das Y von Omega von dieser dualen Schaltung. Das hier unten wäre jetzt nicht der Widerstand, sondern das wäre auch wieder der Leitwert. Das mit dem Omega 0 und Omega, das bleibt eigentlich gleich. Hier würde nur stehen an dieser Stelle, wo wir die 45 Grad haben, 1 durch Omega C ergibt R, oder ich schreibe das jetzt tatsächlich auch direkt in der dualen Form hin, Omega C ergibt G. Das ist genau, muss dann an der Stelle genauso groß sein wie der Leitwert. Hier unten in der invertierten Variante wäre das eben der Zeiger von dem äquivalenten Widerstand hier. Das ist immer noch die Stelle, wo Omega gleich 0 wird und Omega wächst. Und das wäre jetzt genau die Impedanz dieser dualen Schaltung in Abhängigkeit von Omega. Und das heißt, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel für die Anwendung des Dualitätsprinzips und spart mir ein bisschen Zeichenaufwand hier in dieser Aufgabe. Wenn man verstanden hat, hier die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve zu konstruieren in Abhängigkeit von R und Omega, dann kann man das für diese Schaltung hier unten ganz genauso machen.